heißt, unsere nächste Aufgabe wäre es, theoretisch nach Kakariko zu kommen. So. Ja. Da hinten müsste das irgendwo sein, zwischen den Zwillingsbergen, ne? Jetzt ist die Frage. Ja, gut. Oh Gott. Ich musste erstmal gucken, okay, auf welcher Taste ist denn das Parasegel? Ich wäre fast gestorben. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh mein Gott. So. Wait a second. Ich habe halt keine Pfeile, ne? Ich könnte kotzen. Ich habe einfach keine Pfeile. Naja. Was soll schon passieren, ne? Wir spielen ja nur auf Master-Modus. Lol. Deswegen, was soll schon passieren? Nix. Einfach nix. Ich hatte übrigens mal geguckt, morgen ist ja die PK von Nintendo. Königreich Hyrule. Morgen ist ja die PK von Nintendo, aber ich glaube, die werde ich nicht streamen. Alleine weil Hami ja, glaube ich. Ja, doch. Weil morgen ja anderweitig verplant ist. Lass mich mal eben überlegen. Ich glaube, ich laufe erstmal grundsätzlich da lang. In der Hoffnung, dass ich nicht getötet werde auf dem Weg dahin. Wir genießen das einfach mal, ne? Ivarok. Ja. Ich laufe einfach mal, ne? Warum bin ich hier lang gelaufen? Lauft er mir hinterher? Ja, mal gut, dass er nicht so schnell ist. Das war knapp. So, ich schaue gerade mal, ob es hier irgendwo was Interessantes gibt. Also natürlich, überall ist was Interessantes. Was ist das hier? Sekunde. Das sieht mir doch so aus, als ob ich den Stein darunter schubsen könnte, ne? Wahnsinn, es hat funktioniert. Verrückt. Wie unauffällig. Ja, ja, bla bla, wieder ein Kakku. Und wer den Witz verstanden hat, der hat How I Met Your Mother gesehen. Ein Kakku. Ich muss nicht raten, ich soll den da reinwerfen. Warte. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Echt jetzt?
Gut, dass hier noch ein paar liegen. Ja, ist ja gut. Luzi. Hast den Timer wieder angestellt. Ah. Ja. Ich will da doch nur einen Stein reinwerfen. Mist, zu kurz. Oh, das gibt's doch nicht. Danke. Geht doch. Ja. Selber schuld. Ja, ist ja gut. Ich glaube, wir machen mal eben den Tempel hier. Also, Tempel ist es ja nicht. Den Schrein. Den Washi-Ryaku-Schrein. Warum haben die eigentlich immer so komische Namen? Ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Schrein war. Ich muss die Kamera wieder drehen, ne? Also ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich heute ewig lange streamen werde, weil trotz Klimaanlage ist es halt hier echt warm. Aber ich wollte wenigstens mal Hallo sagen. Und ein bisschen abschalten. Und mir die Info von Luzi abholen. So. Okay, okay, okay. Ich weiß schon, in welche Richtung das hier geht. Vom Winde verweht. Also wenn man das Grundprinzip dieser Schreine verstanden hat, also wenn man, jeder Schrein hat ja irgendwie was anderes. Aber wenn man so das Grundprinzip verstanden hat, dann ist das gar nicht so schwierig, ne? So, das heißt, hier muss ich auch wieder rüber. Das ist halt wirklich einfach nur mit dem Parasegel. Wobei ich mich gerade frage, wieso geht hier der Weg runter? Da. Oh Gott. Ich weiß schon, in welcher. Okay. Das heißt, ich muss da rüber, aber ich muss irgendwie gucken, dass ich den Absprung schaffe. Nicht so zum Beispiel. Scheiße. Jedenfalls nicht so. So. Jetzt kann ich gucken, dass ich da irgendwie rüberkomme. Läuft. Läuft. Ich hab hier hoch. Das ist noch ein Tick höher, ne? Dafür ist es aber auch weiter weg. Nee. Holy shit, was ist denn das? Ja, ich weiß, komm. Oh, ich bin so dumm. Naja, mal gucken. Wahrscheinlich brauchen wir eh häufiger. Okay, da kann ich nicht hochklettern.
war doch fast. Ach Mann. Es hätte fast funktioniert. Da gibt's doch bestimmt irgendeinen Trick, oder? Da gibt's doch einen Trick. Nicht hoch genug. Wie? Hallo Chris. Wie komme ich denn da hin? Ja, ja, komm. Ich überspringe das mal ganz kurz. Tada! Ja, ja. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Chris, wie war dein Tag? Ja. So. Lass mich mal eben gucken. 3. Nehmen wir, glaube ich, erstmal den hier. Ach, das sind die ganzen Sachen aus dem. Aus dem. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Dingens. Oh, Chris, danke schön. Oh, du bist auch schon. 16 Monate, ganz ehrlich, wie schnell vergeht denn bitte schön die Zeit? Krass, vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. So, aber das ist nicht das, was ich wollte. Bogen. Wegwerfen. Reisebogen. Ex-geisterhafte Rüstung. Antikes für Pferd. Ah, okay. Ich habe jetzt angefangen, die ganzen Dings zu bekommen. Steinsalz. Ich glaube, das war auch wichtig, ne? Feuerstein. Ja, jetzt kommen mir die ganzen Nebenaufgaben. Ich würde aber trotzdem, glaube ich, erstmal nach Kakariko gehen. Ich würde trotzdem erstmal nach Kakariko gehen. Holzpfeil. Juhu! Wir haben einen Pfeil! Hui! Einen! Wahnsinn. Das ist El Pilzi. War das ein guter oder war das ein böser? Entschuldigung. Das Ende ist nah. Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das? Das schlägt die anderen um Längen. Wo kommst du denn her?
Dich habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Naja, ist im Grunde ja auch egal. Frag doch nicht. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ja, dann tu's doch nicht. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Ja. Entschuldigung, ich war's. Sorry. Und ich spreche nicht von den Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all die verlassenen Schreine zu leuchten an. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nicht entgeht, wenn sich da was tut. Ah, diese Sache. Nein, ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Na, den Wächter natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten über Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte, und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckt hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich in den Wald entkommen und mich verstecken konnte. Boah, Entschuldigung. Wie? Meine Reflexe? Nein, nein. Ich mache mir da keine Illusionen. Das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Okay, Brigo. Danke für den Hinweis. Ein Feuerchen. Okay. Ich gehe da einfach mal todesmutig hin. Oh, ich sehe da hinten schon wieder was. Da will ich auch hin. Ach, scheiße. Wir gehen erstmal dahin. Da wo es so leuchtet. Eine Schleichschnecke. Nummer 1, 2, 3. Oh, noch eine. Und Fischis. Oh, 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 oh. War das jetzt da hinten, ne? Bing. Da hinten. Lass mich hier doch nicht verarschen. Komm her, du. Also. Oh, das habe ich nie rausgekriegt, wie ich die Dinger hier irgendwie... Warte mal, ich habe doch hier sowas. Ich weiß es nicht. Wie mache ich das? Ich habe das nie rausbekommen. Ich habe das wirklich nie rausbekommen. Weiß das einer von euch? Hami-Koffein. Schau mal in die Bäume.
Also ein Baum war ja kein Baum. Das habe ich gerade mitgekriegt. Hami-Koffein. Bei den Windrädern fliegt meist was rum, was du abschießen musst. Ah, okay. Also entweder bin ich blind. Ich kapier's nicht. Ich glaube, ich kapier's einfach nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Egal, es läuft ja nicht weg.